Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video. Noch ein bisschen verrückt, wenn ihr. Heute mein Ersteindruck sozusagen, gefühlt immer noch Ersteindruck. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie ich das mache, Gambit-Bibliothek anzuwählen. Wenn ich nämlich hier drauf drücke, dann macht er immer nur die oberen Sachen, also der Referee an, Referee off. Es hat auch keine Bewandtnis, ob ich das ja lange drücke oder kurz. New Game ist klar, ist New Game. Die Druckersachen, die funktionieren eh alle nicht. Und dann die irgendwelche Mattgeschichten. Fairy-Fee Setup. Setup. Machen wir mal Fairy-Fee. Ist ja trotzdem nicht gar mit Bibliothek. Fairy-Fee Setup. Okay. Ich weiß es einfach nicht. Was ist denn hier? Error. Wahrscheinlich ist das hier Figuren aufbauen. Change Color, dann ist das hier. Ich weiß es einfach nicht. Pro Operation. Was soll ein Pro Operation hier dran sein? Wo sind denn hier Pro Op-Use? Ich dachte erst, das wären vielleicht hier die unteren Funktionen wie Gambit Bibliothek. Alles wieder Referee on. Und das ist das Problem, was ich. Es ist so anti-intuitiv. Man muss ständig suchen bei diesem Wust hier, wo ist jetzt was? Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich arge Probleme mit. Also vom Bedienungskomfort hat das Gerät hier nicht den großen Preis gewonnen. Go, go, Johnny, go. Da macht Go, Johnny, go E3 als ersten Zug, weil das so super ist, dieser Zugstellung oder Fahrtvertauschung. Nein, Go Johnny Go hat einfach keine Ahnung mehr. So, und ich weiß es nicht. Was muss ich machen? Flip Display. Auch nicht. Hätte ja sein können. Ich weiß es nicht. Schreibt mal in die Kommentare, welche Taste ich drücken muss, damit ich hier die unteren Funktionen habe, wie Tournament Book und Gambit Book und Next Best. Ich hätte das anders gemacht. Ich hätte sofort hier ganz links eine Taste gemacht, nur für die zweite Funktion. Und das finde ich hier einfach nicht. So wie eine Shift-Taste. Wenn man hier diese Shift-Taste drückt, also Shift ist das Space, also hier, ihr wisst, was ich meine, man drückt hier eine Taste auf die Tastatur, dann schreibt er einen Großbuchstaben. Also diese Taste zu gleichen Buchstaben hat er Großbuchstaben. Und wenn man das nicht macht, dann eben nicht. Und diese Doppelbelegung, das müsste doch eigentlich auch eine Aktivierung hier haben. Und da sehe ich hier einfach nichts. Also ich weiß nicht. Das ist mir doch ein bisschen sehr... Was ist jetzt hier los? Die Maus, sie ist am Spinnen. Ich kann dann mal bei Set Level, das habe ich wenigstens verstanden hier. Set Level 18 ist doch da. So, dann drückt man wohl auf Go, wenn man den Level gestellt hat. Okay, bin ich jetzt auf Player Player drauf oder was? New Game, nochmal. Ich muss irgendwie immer noch auf Player Player sein. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso verstehe ich es nicht? Ich verstehe das ganze Gerät nicht. Mach einen Zug, Alter. Du bist dran. Geh mich auf die Nerven. Macht da wieder nichts. Muss ich jetzt jedes Mal Go machen? Dann im Hard Reset. Mach es mir hart, mach es mir fest. Meine Güte. Oh Mann. Ja, und hier, das macht er immer am Anfang hier. Okay, again. Oh, er macht einen Zug. Ah, und er hat sogar den Level noch eingeschaltet. Also gespeichert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Drachen macht. Ich kann nochmal die Lautstärke ein bisschen runternehmen. Nicht mal, dass ich gegen das Piepsen anbrüllen muss. Ach, weißt du was? Mora Gambit. So Figuren entwickeln. Ich müsste jetzt immer irgendwie aus dem Buch ausweichen oder abweichen.
Das ist das, was man damals machen sollte. Da hieß es immer aus dem Eröffnungsbuch abweichen. Weil dann haben die nicht so die große Ahnung. Da sind die nicht so die großen Helden. Läufer C4 wäre, Springer E4 wäre gar nicht denkbar. Den haue ich einfach raus und D5 ist nicht möglich. Ich mache ja ab und zu mal diese Videos, wo ich die gegen Online-Leute spielen lasse. Und teilweise sehen die sehr, sehr, sehr schlecht aus. Ich würde jetzt sagen, dann sehen die nicht gut aus. Aber das ist immer noch geschmeichelt. Die sehen einfach unfassbar alt aus dann. Und dann werden die Springer irgendwie an den Rand gezogen. Springer A4, später kommt C3, dann muss der Springer auf B6 ziehen. Dann muss er zwei Springer geben für einen Turm und lässt sich dann merkwürdigerweise, so war das in dieser Partie, kurze Zeit später noch die Damen auf. Dann so ganz merkwürdige Damenwege sind das dann. Und irgendwann wird die Dame dann einfach eingefangen. Das sind dann so ganz merkwürdige Sachen. Und das vom Elite 7, das ist doch recht merkwürdig. Ich plane ein bisschen meinen Standardplan. Läufer B1, dann A3, Dame C2. Ich muss aber ihn irgendwie wegkriegen. Wie sagte Viktor Kortschner nochmal, besser ein schlechter Plan als gar kein Plan. Ich könnte ihn nachnehmen, will ich nicht. Wenn ich den vorziehe, Springer G4, dann ziehe ich Läufer F4, den vor D4, dann den kann er gar nicht machen. Ich hau raus und habe hinter das Läuferschach, wenn die Dame auf D4 steht. Springer G4, Läufer F4. Meinetwegen jetzt D4, dann könnte ich einfach hier rausnehmen. Der würde nehmen, ich würde weiternehmen. Selbst wenn es gehen würde, D4. Springer, Springer, Läufer, Dame und Läuferschach. Im Läufer D4, obwohl das wohl auch möglich gewesen wäre, blockiert er diesen Bauern dann. Wenn ich jetzt H3 ziehe, könnte ich eventuell C6, B4, ja, den wollte ich sowieso ziehen. Und das sind so Sachen, die ich meine hier, bei diesen Geräten, so merkwürdige Manöver wie Springer G4, Springer B4. Die Stärke dieser Geräte ist es einfach nur kurzzügig, die Sachen alle zu sehen. Das ist die Stärke von den Geräten. Im Moment sehe ich auch nicht, was ich hier drohen soll. Wenn ich hier rausnehme, dann nimmt der Springer raus. Wenn ich ihn nehmen lasse, hängt dieser Läufer. Wenn ich den Läufer wegziehe, er nimmt Springer, Springer, Läufer. Ich ziehe den Läufer mal kurz weg. Um ihn nach Schlagen, Springer nimmt den Läufer sich zu nehmen. Das Problem ist die Beweisbarkeit. Das heißt, was ist denn, da würde ja theoretisch dann hängen hier. Aber ich glaube nicht, dass ich da was draus machen kann. Was will ich denn spielen? Springer A4, Springer G5, Läufer A7, Springer G5. Was ich recht okay finde bei dem Emulator, ich will es ja nicht beschreien jetzt, dass momentan noch keine gravierenden Fehler passiert sind hier. So, Dame H5, G6, Läufer G6 schlägt, Bauer G6 schlägt, Dame matt. Dame H5, H6, Läufer G7 schlägt, König G7 schlägt, Dame G6 Schach und matt. Dame H5, Springer E5 schlägt, Läufer H7 schlägt. Dann, König, kann er nur noch A8. Dann kommt das Läufer hier Schach und matt. Ich hoffe, das jetzt, habe ich irgendwas übersehen hier? Irgendwo einen Haken dabei? Ah, kann die Qualität geben, den nehme ich mir weg. So, und als nächstes kann ich dann, oder muss ich dann den Läufer ziehen? Ich kann nicht, ich muss. Läufer D4 ist natürlich Quatsch. Dann muss ich irgendwie Läufer G3, G6, dann ziehe ich beiseite oder ich ziehe ein bisschen hier zurück. Läufer D4 ist, wie gesagt, immer noch Quatsch. Läufer F4, G5. Kann ich gerne an G3 ziehen. Schade, ich dachte, es würde gewinnen. Also es hat Material gewonnen. Ich habe gedacht, es würde glatt matt werden. Dann soll ich mir das gedacht. Springer hierhin, D3, Springer hierhin. Ich kann den auch einfach pinnen. Erstmal Springer D5 ist natürlich wieder Müll. Den pinne und er schlägt vielleicht die Dame mit Schach.
Die Dame nach B6 zieht mal Springer D5. Aber ich befürchte, ich bin wieder ein bisschen arg langsam hier. Langsamkeit ist kein Gewinn beim Schach. Schön wäre es ja, wenn die Dame wegziehen würde und dann Springer D5. Da Springer D4 haue ich hier raus. Ich gebe einfach mal einen Schach, weil ich es kann. Ach, ich habe mir Springer D5 genommen. Gott, ich bin so bekifft, bin ich schon wieder. Wollte ich nicht gerade... Gerade habe ich noch überlegt, Springer D5. Meine Güte, die Schwäche der menschlichen biologischen Einheiten ist so extrem gegeben, dass man es gar nicht mehr fassen kann. Ich habe doch gerade noch die Variante Springer D5 überlegt. Und dann hier wegnehmen. Dann ziehe ich Dame D5 Schach. Weil es war Schach. Oh Mann, das ist so unfassbar erbärmlich, was ich jetzt zeitweise spiele. Meine Güte. Ja, will vielleicht hier reinhauen und Dame Schach geben, aber was habe ich dann davon? Das ist jetzt ernüchternd. Sehr ernüchternd. Mein, ich gerade hatte noch geplant, Springer D5 und hier raushauen. Und was mache ich dann da? Dieses verdammte Schachgebot. Schach gesehen, Schach gegeben. Da, wo man selbst immer drüber lästert. Schach gesehen, Schach gegeben. Das macht man dann selber. Den muss ich schon rausnehmen. So. Und Dame Schach, Turm Schach, Aufgabe. Ach Mann. Ja, was mache ich denn? Läufer D6, wenn er den schlägt mit dem Läufer, das Turmschach geben? Im Zweifelsfalle wäre es immer noch Tausch. Der Sinn ist, dass der Läufer erstmal gebunden ist. Ich muss zwar langsam ein bisschen aus dem Quark kommen hier. Was denn außer König H7? Ach, kann den Läufer dazwischen schieben. WTF. Warum habe ich das nicht gesehen? Obwohl, dann ziehe ich Dame D8. Dann zieht der König ran. Ach man, das ist alles so erbärmlich, was ich hier wieder zelebriere hier. Meine Güte, das ist doch nicht mehr wahr alles. Ich kann dann Dame Schach geben. Läufer D7. Ja, und ich spiele hier Müll und lasse es einfach nicht mehr bleiben, denn ich spiele Müll und Müll und Müll und lasse es nicht mehr bleiben. Die Fehlerhaftigkeit des biologischen Organismus ist so stark, dass selbst die Maschine bei Scheiße-Spielen dagegen gewinnt. Turm C8, Dummer. Es droht hier ein verdammtes Scheißmatt. Öffne Grundreihe. Das ist so ernüchternd, wenn man sieht, was für ein Rotz man hier spielt. Meine Güte, ich habe schon Läufer F8 gar nicht gesehen. Das nervt. Das ist extrem nervend, zu was für billigen Fehler man hier neigt. Das kotzt mich schon leicht dezent an hier. Er griff mir mal ein Türmchen an, weil er es konnte. Einen anderen Sinn kann ich da nicht drin erkennen. Jetzt muss logischerweise mein König mal bald von dieser Reihe weg hier. Eine A3 zieht, König F3. Das Problem ist aber... Ich könnte H5 versuchen. König F4, H5. Wenn er den nimmt. Habe ich ja einen Zug für F3. Also wenn Turm F1 kommt, dann haue ich den ja einfach weg. H5 schlägt, König schlägt. Turm F1.
Wohin, wohin, wohin? H1. Ich muss nehmen, alternativlos. Ja, gar kein Matt. Boah, ich bin so gut. Und ich reklamiere Remis. Remi! Oh, ich reklamiert jetzt schon Remi. Turm gegen Turm. So, das war's für dieses Video. Nicht sehr intuitiv dagegen zu spielen, trotzdem schön dagegen zu spielen. Aber schreibt mal in die Kommentare. Wie mache ich Gambitburg und sowas? Es muss doch eine Taste geben, mit der ich die unteren Tasten aktiviere. Irgendwie muss ich doch die unteren Tasten drücken können, wie Gambitburg und hier, wo war es noch was Wichtiges? Hier Next Best, da könnt ihr mir vorstellen, dann macht er den nächstbesten Zug und solche Sachen alles hier. Schreibt in die Kommentare. Ich bedanke mich und verabschiede mich bis zum nächsten Mal mit diesem Remis. Besser wird das heute nicht werden.